Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir stellen Ihnen heute einen ganz, ganz verschmusten Kater vor. Stimmt das? Ja, das stimmt. Unser Roboter lässt sich ja hier gerade schon von zwei Damen verwöhnen. Das ist genau das, was der braucht. Nein, also Robert ist ein älterer Kater. Der wurde uns Mitte Mai von irgendjemandem hier einfach aufs Grundstück gesetzt. Damals wirklich in einem verheerenden Zustand. Also die Katze war völlig abgemagert, sah richtig räudig aus, kaum Fell und offene Stellen und voller Milben und Flöhe und Würmer. Also den wollte sicherlich irgendjemand loswerden. Aber warum? Genau, er ist ja ganz verschmust, er ist anhänglich. Wer weiß, vielleicht ist ja sein Frauchen gestorben, ne, oder irgendwas, dass er da weg musste. Also Fakt ist, er war sicherlich ein Hofkater gewesen. Er war ja auch nicht kastriert, wo er hier ankam. Mhm. Was natürlich jetzt nachgeholt wurde sofort. Mhm. Und hat sicherlich als Freigänger irgendwo an einem Gehöft oder so gelebt. Aber er muss Menschenkontakt gehabt haben, weil diese Katze ist sowas von unendlich verschmust. Also jedem Besucher, der hier reinkommt ins Katzenhaus, wirft er sich regelrecht an die Beine, beziehungsweise um den Hals. Also wenn man hier am Tisch steht, dann steht er schon immer mit einem Pfötchen an den Schultern und will nur noch gekrabbelt werden. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz, ganz liebes Tier. Aber er ist natürlich auch ein kleiner Rumtreiber, also er darf jetzt seit kurzem, darf er jetzt auch bei uns hier wieder frei auf dem Hof rumlaufen, weil wir festgestellt haben, dass der Robert nicht mit anderen Katzen klarkommt, also das geht gar nicht, also er ist so einer, der wirklich sein Revier frei hält von anderen Katzen, mhm. Ne? Vielleicht war das auch der Grund, weswegen er weg musste, dass es da Stress im Revier gab, wir wissen es ja nicht. Ansonsten wünschen wir uns für ihn ein Zuhause, wo er auf jeden Fall wieder Freigang genießen kann, weil auch das möchte er auch bei uns, also möchte rein und raus, wie er möchte, und aber auch ganz viel Schmuseeinheiten bekommen. Also das ist wirklich eine Katze. Ich glaube, der muss dann abends mit auf der Couch sitzen dürfen oder wenn vielleicht die Oma zu Hause ist, dass er zwischendurch auch mal reingehen kann und sich da einfach seine Streicheleinheiten abholt. Mhm. Ansonsten ist er absolut pflegeleicht, also unkompliziert auch mit der Ernährung. Er frisst eigentlich alles. Ne? Und also so ist es ein ganz, ganz braver. Ja, auch ein ruhiges Tier. Ja, genau. Das merkt man ja. Gut, vielen Dank. Tja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Robert sucht ein neues Zuhause mit Couch. Bei Ihnen zu Hause. Er möchte richtig verwöhnt werden mit Streicheleinheiten und mit Futter. Ist auch ganz wichtig. Ja, und schön wäre natürlich, wenn Sie einen Garten haben, wo er dann raus genau, kann, genau. So wie er möchte. Und also ganz wichtig wäre noch, dass keine anderen Katzen vorhanden sind. Also dass es wirklich ein Grundstück ist, wo nicht schon drei Katzen leben. Ja. Weil er wird das Grundstück auf jeden Fall von Katzen freihalten dann. Also der wird keine Artgenossen auf seinem Grundstück dulden. Ja. Mit Hunden, das haben wir hier festgestellt, hat er kein Problem. Okay. Also dass, wenn da ein Hund ein katzenverträglicher Hund ist, also da sehen wir jetzt nicht das Problem, da könnte er auf jeden Fall auch mit hin. Und ansonsten halt gerne auch zu älteren Leuten, die halt wirklich Zeit haben für ihn. Vielen Dank, Annette. Vielen Dank, Robert. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie reinklicken und sich für die Tiere hier interessieren. Es liegt mir wirklich oder uns sehr am Herzen, die Tiere zu vermitteln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.